Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Helene Fischer und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel Eltern einer kleinen Tochter geworden sind. Wie die Bild nun erfahren haben will, sei die Geburt der kleinen Nala nicht ganz planmäßig verlaufen. Dem Bericht zufolge wurde das Mädchen am 18. Dezember 2021 geboren, 2 Monate vor dem errechneten Geburtstermin im Februar. Die Frühgeburt sei ein Schock für die Schlagerqueen und ihren Lebensgefährten gewesen. Doch Töchterchen Nala sei putzmunter und gesund, versichert eine nicht genannte Quelle. Nala sieht aus wie ihr Papa, wird diese zitiert. Die Bild hatte auch berichtet, dass Helene Fischer ihre Tochter zu Hause entbunden hätte. Inzwischen wurde eine Gegendarstellung veröffentlicht, in der die Sängerin selbst zitiert wurde. Hierzu stelle ich fest, ich hatte keine Hausgeburt. Die Schlagerkönigin hatte ihre Schwangerschaft Anfang Oktober 2021 über Instagram bestätigt. Zu weiteren Baby-News hat sie sich bislang nicht geäußert.